Gucken wir uns die Operatoren einmal an. Hier in einer Übersicht. Es gibt für die Integer-Arithmetik-Operatoren. Integer-Arithmetik ist jetzt die Arithmetik für die Datentypen in, short und long, also für Teilbereiche der ganzen Zahl. Es gibt Operatoren für die Gleitkomma-Arithmetik, das heißt für die Bearbeitung von reellen Zahlen bzw. den Unterbereichen der reellen Zahlen, die wir kennengelernt haben. Es gibt Operatoren für die Boolsche Arithmetik, die kennen Sie ja schon, Konjunktion, Disjunktion und Negation. Dann gibt es Vergleichsoperatoren, auch mit denen haben wir uns schon beschäftigt. Es gibt Zuweisungsoperatoren, um Variablenwerte zu ändern. Inkrement- und Dekrement-Operatoren, um Variablen, um den Wert 1 zu erhöhen bzw. zu erniedrigen. Es gibt aber auch noch Bit-Operatoren, um auf einzelnen Bits einer Variablen oder eines Wertes zu operieren. Nur hier mal angeführt, damit werden wir uns im Rahmen dieser Vorlesung nicht beschäftigen. Und dann gibt es noch spezielle Operatoren. Das ist hier ein ternärer Operator, der sogenannte Bedingungsoperator. Und das ist noch ein spezieller Operator zur Typumwandlung. Was es damit auf sich hat, werden wir später noch sehen.